ich's, Stefan? Oder brauchst du eine Frau bestimmt? Ne? Wollte mal, ich dachte ja Sebastian, weil, so, weil einer von den beiden ist ein zivilisierter Mensch. Aber du bist ja auch eigentlich recht zivilisiert. Vielleicht macht Felix. Ne? Vielleicht reißt sich Sebastian auf drüben. Man weiß es nicht. Du reißt, glaube ich. Na, okay. Dann mache ich das. Du hast einen Dialog geschrieben. Ja. Du bist kurz. Ich bin Michael. Ja, ist ich. Du kannst auch umgekippen, aber. Wollen wir es oder willst du stehen? Ich lasse die Hose nicht so. Fang einfach an. Das kann nicht wahr sein, ja? Das kann nicht wahr sein. Diese blöde Schlampe regt sich auf, weil sie zwei scheiß befiffte Drinks selber zahlen musste, ja? Da ich mutiere ich zum Arschloch. Kann nicht wahr sein. Wo lebe ich denn? Im Kongo? Oder in Brasilien? In Brasilien? Wo bin ich überhaupt, ey? Achso, der Mensch ist doch noch. Ja, du hast ja den Abend Unterhaltung mit mir gehabt. Ich sag, bist du bekloppt? Du hattest doch Unterhaltung mit mir. Was bist du denn überhaupt? So what? Ja, wegen 9 Euro hat die ein Sittenaufstand gemacht. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Ich hab eben zu meiner Tochter gesagt, ich sage, Troller, wenn du groß bist, lass dich bloß nicht aushalten. Zahl immer schön alleine und dann ist gut. Ey, sag mal, das ist doch Nuttenverhalten. Ich gehe mit einer Frau weg, soll ich alles bezahlen? Dann kann ich doch gleich mit einer Nutte zusammen sein, oder? So sei ja. Oder? Sei ja auch wie insofern, sagen wir mal. Ja, im Grunde genommen hast du recht, hätte gleich zu einer Nutte gehen können. Ja, ich hab mal so eine alte Nutte kennengelernt, in so einer Kneipe, da war ich auf dem Trip. Die wollte dauernd mit mir knutschen, die sagte mal, ich fick mit den jungen Männern und so. Damals war ich ja auch nur jung. Ja. Naja, und wollte ich also mit der in die Jugend. Die sah so scheiße aus, oder was? Mit der, also zumindest die Knutscherei war irgendwie nicht sehr appetitlich. Hat die mich wirklich geknutscht oder habe ich mir das bloß vorgestellt? Ich habe mich schon bei der Vorstellung geekelt. Ich bin, glaube ich, nicht das. Junge, hör mal. Ich hab die Olle. Und sagen wir mal, die Olle, weißt du, ich sage mal, die Augen waren gut, also wenn die einen so angekickt hat, also ich will nicht sagen, dass mir die Frau nun nicht gefallen hätte. Also die von gestern jetzt? Oder sprichst du von deiner Mutter? Nee, die von gestern. Die von gestern. Ach, die hat eigentlich schöne Dinger. Die hat schöne Titten. Ich hab die am Kopf gekraut, ich hab die auch am Bein rumgekrabbelt, also... Ich denke mal, das wär eine ganz gute Nacht geworden. Wenn ich denn natürlich alles bezahlt hätte, wa? Aber. Naja, so ist es sagen. Ach, naja, wisst ihr, nee, ach, den Körper also. Naja, ich meine, mir ist das bei Lilly ja und mit dem Horst und so ist mir das ja, ich hab's ja lange, ich hab's ja viele Jahre habe ich's ja alles mitgemacht. Ja. Das ist mir irgendwann einfach bis sonst wohl entstanden, weißt du, weil... Ja. Eben. Du, das war ja mit Tina genau dasselbe. Aber ich hab ihr gesagt, im alten Jahr, du, ich kann und will nicht immer für dich bezahlen. Ich möchte, dann geht's in den nuttigen Bereich. Ich möchte aber nicht mit Nutte. Ich möchte mit Tina zusammen, mit dir als Frau, als Tina.
Und prompt wurde dann am 31. Schluss gemacht. Ich denke, du hast mit ihr Schluss gemacht. Nee, offiziell sie. Aber ich hab jetzt noch einen Abschiedsbrief von Finnland geschrieben. Ach so. Weil wir laufen. Zusätzlich auch noch von dir, damit der Schluss komplett ist. Genau. Richtig so. Also. Richtig. Hör mal zu. Weil wir laufen Januar, Februar zusammengekloppt haben, dann war sie auch noch mit mir in dem Hotel, ließ sich ficken, auch alles schön und gut, weil Michi wieder alles bezahlt hat, ja, im Relaxer-Hotel, Bad Saro, über meinen Geburtstag, waren wir ja auch zwei Nächte da in dem Schuppen da, hat mich auch 800 Euro oder 1000 Euro gekostet, da die Scheiße. Ich überleg mal, zu wie viel Nutzen ich gehen könnte für den Geld. Ah ja, schon schön. Muss man erstmal drüber nachdenken. Wenn man so drinsteckt, wird man sich der Ausmaß ja nicht bewusst, wie das nach außen trägt. Vielen Dank für die Bemühung. Das war echt wohl, wa?